stresst es einfach, hier in der Nachbarschaft womöglich die Familie zu sein mit dem Hund, der ja, nicht zu bändigen ist. Sehr schön. Und jetzt geht mal her und lass sie einfach auch hier so nur ganz leicht in die Richtung, nicht zu sehr. Und gleich wieder loben, sobald sie hinkommt. Wenn Herrchen und Frauchen nicht mehr weiter wissen, melden sie sich bei ihr. Franzi ist Hundetrainerin. Zu gucken, wie lernt der Hund am besten und wie kann der Mensch am besten seinem Hund etwas vermitteln, dass da einfach auf beiden Seiten nicht so zu Frust kommt. Seit Beginn der Pandemie holen sich immer mehr Menschen einen Hund ins Haus und suchen Hilfe bei Franzi. Und ganz unerschrocken. Franziska Stecher betreibt eine Hundeschule in Merdingen bei Freiburg. In ihrem Job bekommt sie den Corona-Hundeboom hautnah mit. Nur würde ich mir manchmal wünschen, dass sich potenzielle Hundehalter wirklich vorher Gedanken machen, was für ein Hund würde denn zu mir passen. Passt ein Welpe zum Beispiel? Passt der in meinen Lebenswandel? Und dass man da vielleicht auch sagt, okay, jetzt stelle ich da meine Bedürfnisse ein wenig zurück. Franzi unterwegs in den Nachbarort. Einzeltraining. Mit ihm hier. Elko ist vor wenigen Wochen bei Daniel und Denise eingezogen. Corona-bedingt arbeiten die beiden im Homeoffice. Jude! Über alle. Ja, okay. Daniel wollte eigentlich schon immer einen Hund haben, weil er auch mit Hunden groß geworden ist. Und dann war das so die perfekte Situation, um darüber mal anzufangen nachzudenken, weil wir dann die Zeit auf einmal hatten. Und das hat sich jetzt aber ein Jahr hingezogen, weil es ja doch irgendwie schon eine große Verantwortung auch ist, so ein Hundebaby aufzunehmen. Elko ist ihr erster Hund. Elko. Elko hier. Elko hier. Sitz hier. Nein, komm. Was weiß ich? Spart's euch. Wenn ich weiß, die ist in einer Situation, in der es die einfach mit diesen ganzen Eindrücken, die auf die niederprasseln, erstmal so beschäftigt, da frage ich auch keinen Sitz ab. Also man hat schon manchmal so Momente, wo man so denkt, boah, irgendwie kriegt man das hin, sind wir dem gewachsen. So, dann gehen wir einfach mal los. Ihr lasst ihm gerne so viel Leine, wie ihr ihn lassen möchtet. Die Hundetrainerin will sehen, wo es klemmt. Reizüberflutung mit 18 Wochen. Kommst du mit? Klasse! Ihr gebt ihm die Hilfestellung. Du kannst dich entspannt mit deiner Umwelt auseinandersetzen. Ich hab dir gerade gesagt, das ist alles okay, das ist gut. Erster Stresstest, Laubsauger. Klasse! Und jetzt, je näher wir da kommen, spart nicht mit Leckerchen, ihm zu zeigen, oh, das ist toll. Klasse! Kurz gucken lassen. Hey, fein gemacht. Ja, das ist noch. Mit jedem Schritt entdeckt Elko die große, weite Welt. Daniel und Denise immer an seiner Seite. Leine kurz halten. Leine kurz halten, genau. Super. Ja, das war sehr schön, Daniel. Da hast du ihn jetzt gerade gehabt. Super. Und gerne in solchen Momenten dann auch die Belohnung weg vom Auslöser, weg vom Kinderwagen. Du bist halt permanent, du stehst unter Strom. Ich bin abends früher müde als sonst. Gestern bin ich auch wieder um 10, halb 11 auf der Couch eingeschlafen und normal nie vor 12 irgendwie ins Bett gegangen. Also merkst du schon, dass sich das fordert auf jeden Fall. Feiner. Und auch Elko ist für heute durch. Seht ihr gerade auch so ein bisschen diese Hilflosigkeit in seinem Blick? Also ja, dieses. Oh, ich kann nicht mehr. Also dieses Bewusstsein für den eigenen Körper und für die eigenen Gefühle, das braucht halt seine Zeit. In ein paar Monaten werden wir Daniel, Denise und Elko wieder treffen. Franzis Ziel für die drei? Dass sie mit Elko das machen können, was sie machen möchten. Und sie sich nicht
irgendwann sagen müssen, oh, wir können jetzt aber nicht die und die Strecke gehen, weil da kommen andere Hunde und mein Hund hat Probleme mit anderen Hunden. Und dass er einfach ein Familienmitglied wird, ein toller Begleiter wird und sie Leben lang mit ihm Spaß haben. Natürlich hat auch Franzi einen tierischen Begleiter. Dackeldame Erika ist 11 Jahre alt und kommt aus Frankreich. Zu ihrer Vorgeschichte weiß man nichts, außer dass sie im Tierheim abgegeben wurde mit den Worten, man könne sich ihr Futter nicht mehr leisten. Erika sah furchtbar aus. Also sie war total, sie sah aus wie ein Wookie. Total verloddert, einfach wie so ein Wischmopp. Ganz, ganz dick. Die Hündin hat diverse Vorerkrankungen. Deswegen kocht Franzi spezielles Essen für Erika. Sie frisst auch Salat. Am liebsten natürlich Feldsalat. Also, da sie aus Frankreich kommt, ist da schon der Gourmet in ihr. Mit ihren 11 Jahren ist Erika in einem stolzen Alter. Mit besonderen Bedürfnissen. Ich habe ein Herz für Seniorenhunde. Die sind einfach so süß. Und ich meine, warum sollen die ihren Lebensabend im Tierheim noch verbringen? Jeden Morgen ist Franzi Erika Zeit. Ja, es ist schon so, um wieder runterzukommen, um sich zu erden. Ich finde, Hunde entschleunigen auch irgendwo unseren Alltag. Super. Sie merkt einfach an meiner Haltung und an der Art, wie ich mit ihr spreche, okay, Frauchen ist gestresst. Und das ist kein so schönes Gefühl für mich als Hund. Super. Und deswegen beschwichtige ich das Ganze jetzt so ein bisschen, indem ich Tempo rausnehme. Extra nochmal irgendwo schnüffel. Vielleicht hilft's ja. Leben ohne Hunde ist irgendwie nicht drin. Einmal Dackel, immer Dackel. Ja. Ein kleiner Hund kann der allerbeste Freund sein. Super. Er kommt ins Haus und der Tag sieht anders aus. Wegen ihrer Liebe zu den Vierbeinern hat Franzi eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht. Geplant war das aber nicht. Also ursprünglich wollte ich Gesang studieren. Das wäre auch kein Problem, würde ich nicht abgrundtief schlecht Klavier spielen. Stattdessen Psychologiestudium. Doch die Perspektive hat für Franzi nicht gestimmt. Wenn man jetzt nicht gerade eine eigene Praxis hat, sondern vielleicht bei einem Träger angestellt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen eigenen Hund mitnehmen darf, dann doch schon sehr gering. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich möchte meinen Hund mit integrieren. Und dann begrüße ich euch recht herzlich an diesem wunderschönen Morgen zu unserem fortgeschrittenen Training. Heute unser Rückruf-Sitzplatz-Bleib-Parcours. Und wir starten in 3, 2, 1, go! Mit ihrer Hundeschule bietet Franzi Kurse für jede Lebenslage an. Von der Welpengruppe bis zum lockeren Hundesport. Oh, sehr schön. Sie möchte, dass sich Menschen und ihre Hunde besser verstehen und lässt sich dafür einiges einfallen. Jetzt komm schnell! Im Alltag kann ich halt nicht immer sagen, ich stehe jetzt immer frontal vor meinem Hund und mache so, damit er sich hinsetzen soll. Es gibt eben auch Situationen, wo ich was in der Hand habe, dass wir einfach viel mehr Variationen mit reinbringen. Und auch versuche ich damit, die Kunden aus so einem Alltagstrott rauszuholen. Sehr gut, genau. Er ist jetzt so in dem Alter, so wie so ein kleiner Teenager. Ich weiß es besser, wenn du sagst, sitz, nö, dann stehe ich halt. Und wenn du sagst, fleine,
Er macht es im Moment halt, wie es ihm gefällt. Aber er soll ja auch seinen Spaß haben. Und solange es gefährlich ist, ist es für mich auch in Ordnung. Was ein Hund am Ende des Trainings können soll, muss jeder Hundehalter für sich entscheiden. Es ist immer die Frage, was für Ansprüche habe ich an meinen Hund? Muss er bei Fuß gehen können? Muss er das immer können? Oder brauche ich das im Alltag vielleicht gar nicht? Also immer so eine Frage, was muss, was kann, was soll, was macht uns beiden Spaß, was brauchen wir überhaupt? Franzi unterwegs zum nächsten Termin. Familie Pfreundner hat ein Problem, das viele Hundebesitzer kennen. Drinnen, zu Hause, im Garten, im familiären Umfeld läuft alles super. Aber sobald die Hunde rausgehen zum Spazierengehen, ist wie ein Schalter, der umgelegt wird. Hier wohnt ein pfiffiger Hund, das ist ja nett. Hallo! Hallo! Da kommt schon die Schleppleine. Hast du was am Finger? Ja, da haben wir letzte Woche einmal einen kurzen Ruck an der Leine verspürt. Oh. Tierschutzhündin Pippa lebt seit anderthalb Jahren bei der Familie und macht den Pfreundners des Öfteren das Leben schwer. Genau, wollte ich gerade sagen, ich würde jetzt ausweichen. Wenn du möchtest, noch weiter zur Seite. Und lob sie gern dafür, dass sie einfach nur guckt. Ich möchte, dass sie nicht immer auslöst. Ich möchte, dass sie ein neues Verhalten lernt. Und zwar das neue Verhalten ist, nur gucken, nicht mucken. So, und dafür muss ich sie ja ihr das irgendwie zeigen, ihr irgendwie klar machen. Das will ich von dir sehen. Da zeigst du Verhalten, das ich belohnen kann. Also ist ihre Aufregung irgendwo schon... Die steigert sich. Die steigert sich bis hierher. Okay, und wenn dann natürlich auch noch so eine Rollergang vorbeifährt. Genau. Meine Güte! Und noch schnell der Kleine vorne schon. Das hat schon so den Level ein bisschen erhöht. Ja. Ab heute bedeutet alles, was laut und stressig ist, Leckerchen. Ja, super. Klasse, Maus. Jetzt wart mal ab, ob sie hinguckt. Nö. Guck mal, sobald du Leckerchen hast, sagt die sich... Das Auto. Doch wie klappt es mit anderen Hunden? Kleiner Geheimtipp. Der hat ja die Leckerchen vorher schon gesucht. Einfach mal auf den Boden. Weg vom Auslöser. Das ist völlig okay. Wir wollen nur, dass sie nicht auslöst. Sie darf sich das angucken. Ja, super. Und es war hingucken. Dankeschön, Keks. Und wieder. Klasse. Nachbarshund Lenny und sein Herrchen helfen jetzt beim Üben. Klasse, gut gemacht. Und jetzt die Sache, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber du hast sie doch fürs Bellen belohnt. Ja. Haben wir nicht. Kurz hat sie die Klappe gehalten und in dem Moment hast du gesagt, hey, gut gemacht. Komm, guck mich wieder an. Also das ist wirklich so ein Bruchteil von Sekunde. Genau, genau. Super. Warte kurz ab. Gut, komm her. Genau. Was wir jetzt auch bei Claudia so ein paar Mal gesehen haben, sie weiß, gleich kommt irgendwas und die Pippa wird ganz kurz genommen. Und für die Pippa ist es dann auch so, muss hier jetzt los? Okay, irgendwas muss jetzt hier gleich los sein. Dass sich das wirklich von einem selbst auf den Hund überträgt, nicht durch irgendwelche Schwingungen, keine Ahnung was, sondern durch unsere Körpersprache, durch die Art, wie wir die Leine halten. Also hat auch Frauchen was gelernt? Ja, das, was man ja theoretisch, glaube ich, schon weiß, so ein bisschen Vertrauen in sich und den Hund haben. Und nicht schon so mit Anspannung in alle Situationen reinzugehen. Und das versuchen wir jetzt halt mal zu beherzigen und umzusetzen. Sonntag im beschaulichen Merdingen. Franzi erwartet Besuch aus ihrer Heimat Leonberg. Ihre Eltern hat sie lange nicht mehr gesehen. Ja. Hallöchen, hatte eine gute Fahrt. Ja, super. Ja, so lange Zeit. Conny, nach 6 Monaten.
Hallöchen, danke schön fürs Blümchen. Ja. Willst du dich beliebt machen? Ja, immer. Selber gemachte Kekse. Ja, ja, ja. Ja. Also Nachtrag eigentlich noch Weihnachtsgeschenke. Die Männer auch noch. Ja, Franziska, die Schwäbische brennt sehr gut. Okay, dann starten wir. Willst du mit? Der Liebe wegen ist Franzi nach Merdingen gezogen. Die 29-Jährige hat sich hier ein Leben aufgebaut. Ihre Eltern verbinden den Besuch bei ihr oft mit einer Auszeit. Wir machen hier Urlaub, aber sie hat ihre Arbeit und ihren Job und ihren Alltag und das ist okay. Ja, und wenn man sich dann sieht, morgens am Balkon von der Ferienwohnung ruft, sagt die Franzi, ich bin schon da, dann ist es schon in Ordnung. Außerdem, es gibt Telefon und so Gespräche, die dauern dann mindestens 1,5 Stunden. In der Regel ja. Ist der Akku dann leer. Von eurem Telefon. Ja, ja, ja. Ja, genau, schon ein bisschen ein altes. Hunde waren schon immer Franzis Lieblingstiere. Doch einen eigenen Hund, den bekam Franzi von ihren Eltern nicht. Sie sich dazu äußern? Ich komme ja nicht drum rum. Nee. Also ich selber bin jetzt nicht so der Freund von Hunden. Ich habe eigentlich sehr großen Respekt. Man könnte es auch Angst nennen. Man sagt mir, dass irgendein Hund, als ich noch im Kinderwagen war, da bin ich rausgefallen, was weiß ich was. Ich selber weiß es nicht oder nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich eben zu Hunden kein so ungestörtes Verhältnis habe. Durch Franzis Hunde konnte ihr Vater Vertrauen fassen. Ihr erster Hund war blind, der zweite blind und dement. Mensch, Erika. Ich habe gewusst, der wird mich nie anspringen, der sieht mir ja nicht. Ich kann zur Seite hüpfen, aber nee, ohne Spaß, die sind alles freundliche Hunde gewesen. Alle in meinem Alter und das ist okay, ja. Die Tochter hat sich für ein Leben für die Hunde entschieden. Ich mag ja auch Hunde und insofern hat es ja gepasst. Ja, aber als Franziska dann sagte, also Hundeschule, das war dann schon, wie bitte? Dass Franzi mit anderen Musikern auf der Bühne steht, von dieser Vorstellung mussten sich ihre Eltern verabschieden. Das erste Mal in der Öffentlichkeit, wo die gespielt habe, da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Und es hätte mir Freude gemacht, natürlich, das gebe ich gern zu. Und wenn es ganz arg, wenn ich denke, ah, schade, das nicht, dann lege ich halt eine alte DVD ein und schaue mir die an, wie die Franziska singt und sagt, alles hat seine Zeit und es war schön. Reich wird Franzi mit der Hundeschule allerdings nicht. Selbstständigkeit, natürlich, da macht man sich dann schon seine Gedanken. Aber wenn es hart auf hart geht, wie ist es? Mama und Papa sind da. So weit soll es nicht kommen. Nein, niemals. Außerdem habe ich kein Zimmer mehr zu Hause, was soll ich machen? Das könnten wir ja dann, das könnten wir einrichten. Für Franziska und Erika würde das dann schon gehen. Franzi unterwegs im Schwarzwald zu einem ganz besonderen Fall. Vor kurzem hat ein Bekannter seinen 4. Hund aus dem Ausland bei sich aufgenommen. Mehr Hunde, desto mehr Herausforderungen. Das ist nicht nur ich und mein Hund müssen sich aufeinander einstellen, sondern ich, mein neuer Hund und meine x bisherigen Hunde müssen sich aufeinander einstellen. Franzi will schauen, wie die ungewöhnliche Patchwork-Familie inzwischen miteinander klarkommt. Sind deine. Echt? Hallo, Bauti. Ja, hier, absolut kein Problem. Das ist Dolly mit dem lila Geschirr kam über eine Tierschutzorganisation aus Griechenland. Ihren Bruder hatte Kurt einige Zeit zuvor schon bei sich aufgenommen.
Dolly schließlich nachzuholen, eine Herzensangelegenheit für Kurt und seine Frau. Es war einfach ein Versprechen. Und wir haben da gesagt gehabt, weil sie so gelitten hat da unten in dieser Energie, wo wir den Bruder geholt haben und wo wir so abgebaut haben, haben wir gesagt, wenn wir ein Haus finden mit Garten, dann hole ich sie. Das ist ein Versprechen von mir. Dabei war Dollys Eingewöhnung in die neue Familie ganz schön schwierig. 6 Wochen vorher. Die Hundetrainerin will die Zusammenführung begleiten. Zum ersten Mal trifft Dolly auf ihre neuen Familienmitglieder in Deutschland. Ja, da freut sich. Wiedersehensfreude heute. Hm? Einfühlsames Begrüßen, ohne zu überfordern. Genau. Das macht Dolly schön, wenn sie gerade zu viel wird. Also dann geht sie schön zur Seite. Weiter gerade. Oh. Geh du mal auf die Seite. Dolly, komm mal. Und jetzt Dolly. Bellt einer, sprich sie an, alles okay, super. Genau, Leine wieder locker. Die größten Probleme beim Kennenlernen macht die ängstliche Hündin Lucy. Und jetzt achtet auf die Abstände. Dolly. Soll ich mal ein bisschen in die Richtung gehen? Guck. Ja, aber geh nicht näher. Erst mal nur gucken. Mehr geht nicht. Super, wieder ein bisschen Abstand mit der Dolly rein. Genau. Und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt einen Cut machen. Dolly wird es gerade auch einfach zu viel. Sie ist es nicht gewohnt, so viel Aufregung. Sie ist körperlich in keiner guten Verfassung. Und dass man das danach dann nochmal versucht, genauso kleinschrittig, genauso langsam. Mittlerweile ist Dolly in ihrem neuen Zuhause angekommen. Da hat jetzt die Dolly sich umgedreht, ist aber weitergegangen, auch das gerne honorieren. Sehr schön, sie da abgeholt. Ich habe dich wahrgenommen, ich merke, das ist schwierig für dich. Komm doch mit mir mit, wir gehen aus der Situation raus. Hunde aus dem Ausland aufnehmen, nicht einfach. Die haben einfach lange einfach nur draußen klebt. Die haben viele Reize, kennen die ja nicht. Dann werden die irgendwie in einem Auto oder im Flieger über 2 Tage lang transportiert, werden irgendwo ausgeladen, wissen ja nicht, was mit ihnen passiert und so weiter. Ja, das sind ja alles Dinge, muss man sich mal so überlegen, man wird es mit mir oder ihnen oder wem auch immer machen. Ja. Und dass es natürlich Zeit braucht, dann anzukommen. Was hilft? Geduld mit sich und den Hunden. Naja. Manchmal der Vergleich, so Hunde wie Kinder oder so, ja. Die Kinder werden ja irgendwann erwachsen und gehen, aber die Hunde bleiben irgendwie bis zum Ende so. Nochmal alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Könntest du aber aufmachen, ich will es sehen, wie gut es ist. Ach, wie süß. Gell, ich hab mich auch. Apropos Erika. Franzis eigene Hündin bleibt oft zu Hause, wenn Frauchen arbeiten geht. Speziell für sie ist es doch einfach so, dass ich mir denke, dass es für sie viel, viel entspannter ist, wenn sie zu Hause rumliegen kann und einfach schläft, als dass sie mit mir von A nach B fahren und ja, da einfach nicht so abschalten kann. Heute ist Franzi noch mal bei Familie Pfreundner und ihrer Pippa. Guten Morgen. Sie will sehen, welche Fortschritte sie gemacht haben. Hallo, guten Morgen. Na du? Ich bin jetzt mit deutlich mehr Leckerli wieder ausgestattet, als ich das eine Weile war. Am Anfang erst mal langsam aufeinander einstellen. Genau. Ich würde dir auch jetzt so ein bisschen Zeit geben, dass er wichtige Hundedinge machen kann. Bis er wirklich merkt, okay, die kann sich wieder ein bisschen umdrehen, die ist nicht dauernd so auf Zug. Bis dahin versucht das Mindestmaß an Impulskontrolle von ihr zu fordern. Also da
Also da dann wirklich präsent zu sein und darauf zu reagieren, wenn sie es dann doch mal schafft. Ja, toll! Du bist klasse! Und jetzt fütterst du und du fütterst und weiter. Super! Hey, feine! Klasse. Klasse! Gut gemacht! Schau mal! Klasse. 2 Wochen sind seit dem ersten Training vergangen. Es tut sich was. Wenn wir uns da überlegen, das erste Mal, als sie so ganz nah am Hang gelaufen ist und dann so, du gehst jetzt hier keinen Schritt weiter und sie dann, oh, irgendwann dann die Mopedfahrer einfach mal ankeifen musste. Sehr, sehr schön. Top. Beide Daumen hoch. Danke. Hast du gehört? Doch von manchen Dingen lässt sich Pippa immer noch zu gerne ablenken. Wie von Nachbars Schäferhund. Genau, immer wenn sie die Klappe hält, super, super und klasse. Die Pfreundnass müssen dranbleiben. Denn Hundebesitzern in Baden-Württemberg soll bald eine Hundeführerscheinprüfung blühen. Eigentlich, glaube ich, eine gute Idee, dass Leute, die sich einen Hund anschaffen, vielleicht auch beweisen, dass sie irgendwie gewillt sind, zumindest da zu arbeiten und was zu machen. So ein bisschen Angst habe ich, wenn es kommt, wie das dann bei uns wohl aussieht. Also da ist ja dann schon Arbeit nötig. Hallo. Morgen. Dass dann viele meinen, ich kann sie ja rennen lassen. Arbeit am Hund bedeutet eigentlich Arbeit am Menschen. Man merkt dann auf einmal, dass man in vielen Dingen einfach inkonsequent ist. Dass man heute Hü, morgen Hott. Und das funktioniert bei einem Hund, glaube ich, auf Dauer dann nicht. Außer man sagt, und ist er halt so, wie er ist. Aber wenn man gewisse Ziele mit ihm dann erreichen möchte, dann muss man selber an sich arbeiten, ja. Kommt man nicht drum rum. Viel gearbeitet haben auch Daniel, Denise und ihr Mischlingsrüde Elko. Super, da setzt er sich hin. Klasse. Genau. Und vielleicht schafft er auch noch einen Platz. Elkos Spieltrieb ist ungebrochen. Doch er hat einiges gelernt. Der hört echt ganz gut, finde ich, für 8 Monate. Also es ist bei weitem nicht mehr so anstrengend. Es war am Anfang echt so, ja, 24/7. Jetzt kann man ihn schon mal 1 Stunde allein lassen und man kann ihm vertrauen, dass er nicht in die Wohnung macht. Vorne spielen 2 Ball. Und loben, ansprechen. Genau, und versuche ihn gern mit dem Leckerchen so ein bisschen aus der Situation rauszunehmen. Er sieht den anderen Hund auch noch. Also gerne Distanz reinbringen. Aber die Mühe lohnt sich. Ja, einfach so zu sehen, dass er also total den Bezug zu uns hat und quasi uns vertraut. Hm, hallo. Es ist halt einfach super schön, wenn er sich freut, wenn du nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommst. Wir sind jetzt ab und zu wieder in den Büros und dann kommst du nach 8-9 Stunden nach Hause und es ist einfach jemand da, der sich freut, wenn du nach Hause kommst. Und also er ist nicht 8-9 Stunden allein, also einer ist im Büro. Ja. Genau, ja. Genau, aber ja, der weiß dann gar nicht, wohin mit sich. Also dann so zu sehen, wie er gar nicht weiß, wohin mit seiner Freude, das ist irgendwie schon cool. Letzte Übung für heute. Jetzt. Ja, ja, wow, und gleich nochmal. Oh, ist der cool. Und genau das ist es, was wir wollen. Das ist, du siehst einen anderen Hund, wir haben was Tolles für dich und du musst nicht auslösen, du musst nicht in die Leine springen, du musst nicht bellen, du, nichts. Guck dir den anderen Hund an, ich habe was Tolles für dich. Genau so soll es aussehen. Also Leute, das war gerade wirklich sehr, sehr gut. Genau das. Sehr, sehr schön. Das heißt, es kann nur noch besser werden. Es wird nur noch besser. Dass wirklich die Hunde bzw. die Mensch-Hund-Teams gemeinsam im Alltag angekommen sind, das ist wirklich ganz arg erfüllend für mich, weil damit merke ich, ich habe meinen Job gut gemacht. Ich habe vermitteln können zwischen Mensch und Hund.